Hallo Freunde der Tassen zu einer neuen Serie von Polybri und zwar dem Gentoo Linux Bootcamp. Ich hatte ja schon mal das Let's Play Gentoo Linux angefangen, das ich immer live gestreamt habe. Und falls ihr das auch gesehen habt, wisst ihr ja, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo das Gentoo in der VM irgendwie kaputt war. Ich habe mich da jetzt nicht groß weiter mit befasst, nach der Lösung dafür gesucht, sondern entschlossen, einfach nochmal von vorne anzufangen. Und dieses Mal werde ich jetzt auch nicht alles live aufnehmen, beziehungsweise gar nichts live aufnehmen, sondern in kurze kleine Videos zerstückeln mit den einzelnen Schritten. Und dieses ist nur der erste Teil, die Vorbereitungen, die zu treffen sind. So, dafür erstmal grundlegend, Gentoo Linux ist eine von vielen Linux-Distribution, auch eine schon relativ alte Linux-Distribution und zeichnet sich im Besonderen dadurch aus und unterscheidet sich dadurch auch sehr krass von anderen Linux-Distributionen, indem es auf den Quelltexten der Programme basiert. Das heißt, wenn ihr Programme installiert, lädt der Paketmanager die Quelltexte der Programme runter und kompiliert sie. Während bei anderen, eigentlich fast allen anderen Linux-Distributionen, bekommt ihr schon die fertig kompilierten Binärpakete einfach nur runtergeladen. Im Fall von Gentoo Linux bedeutet das dadurch, dass ihr alles selber kompiliert. Keine Angst, ihr müsst es nicht mit der Hand alles machen. Habt ihr aber die Möglichkeit, die Compiler Flex zu beeinflussen. Das heißt, ihr könnt die Programme sehr speziell auf eure Hardware optimieren. Bis zu dem Grad, dass die tatsächlich dann auch so ziemlich nur auf eurer Hardware läuft und auf anderen CPUs zum Beispiel nicht lauffähig sein kann. So. Achso, und was auch noch besonders ist, ihr habt dadurch auch die Möglichkeit, bei größeren Programmen zum Beispiel auch Features wegzulassen, die ihr nicht braucht. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Pakete installiert, die theoretisch Funktionen für Desktops anbieten, also für grafische Oberflächen, also X-Support, dann aber ihr habt einen Server und auf dem habt ihr gar keinen X-Server laufen und braucht es auch nicht, dann habt ihr bei anderen Distributionen trotzdem durchaus den Fall, dass dann euch irgendwelche X-Libs installiert werden, während ihr bei Gentoo einfach sagen könnt, ihr wollt kein X und nichts, was damit zu tun hat und könnt euch dadurch durchaus einige Dependencies sparen. Und wie wir alle wissen, weniger Dependencies sind immer gut, sparen Platz, verringern das Risiko, dass in irgendeinem installierten Paket eine Sicherheitslücke aufzufinden und auszunutzen ist. Ja. So, die offizielle Seite von Gentoo ist gentoo.org. Da habt ihr unter anderem so hin und wieder mal News oder auch von irgendwelchen Entwicklern die Blogs, neue Pakete, frische Doku und so weiter und so weiter. Ihr könnt euch hier bei Get Started zum Beispiel, ja, Kurzanleitung, wie ihr loslegt. Hier auch ein bisschen über Gentoo selbst. Der Paketmanager heißt Portage, aber das Kommando dafür ist Emerge. Hier auch ein bisschen die Philosophie von Gentoo. Ein paar Screenshots und so weiter und so weiter. So, dann seid ihr eventuell gewillt, gleich auf die Download zu klicken. Hier habt ihr es für AMD 64. Das muss nicht AMD sein, das geht auch auf Intel CPUs mit 64 Bit. Das nennen die einfach nur AMD 64, weil AMD damals das erste war mit 64 Bit Support. Und da habt ihr zum Beispiel die Minimal Installation CD, also eine ISO-Datei. Die empfehle ich aber tatsächlich nicht. Also die habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Und denn ich nehme meistens die SysRest CD,
Die hat früher auch auf Gentoo basiert, mittlerweile basiert sie auf Arch Linux. Und ihr seht zwar, die ist ein bisschen größer, aber die hat auch wesentlich mehr Funktionen. Die hat teilweise auch neuere Kernel, damit neueren und besseren Support auch für Dateisysteme und für Treiber. Aber auch gleich ein paar zusätzliche Tools, falls ihr sehr verrückte Partitionierungsschemata durchführen wollt oder irgendwelche irgendwelche verrückteren Dateisysteme rumspielen wollt oder schon modernere Dateisystem-Features nutzen wollt, die auf der Gentoo Minimal CD vielleicht noch nicht verfügbar sind. Genau, deswegen empfehle ich die SysRest-CD. Dann habt ihr eigentlich weniger Schmerzen, wenn ihr mal was Verrücktes ausprobieren wollt. Und für den Test, für den Anfang, einfach VirtualBox, kostet nichts. Könnt ihr euch einen virtuellen PC erstellen, in dem ihr euer Gentoo erstmal installieren könnt, bevor ihr es tatsächlich auf echter Hardware ausprobiert. Ja, sofern ihr das dann alles installiert habt, VirtualBox und die ISO runtergeladen habt, könnt ihr dann hier auf Get Started gehen, habt dann hier Ready to Go, das Gentoo Handbuch. Das gibt es auch hier auf Deutsch oder auf irgendeiner anderen Sprache, welche ihr wollt. Nehmt dann AMD 64, wenn ihr ein AMD oder Intel 64 CPU machen wollt, was ich euch empfehle, dass ihr mit einem PC anfängt und nicht schon irgendwie auf einem Raspi oder sowas rumrödeln wollt. Das ist dann schon etwas spezieller. Für den Anfang reicht das. Und hier habt ihr dann die verschiedenen Schritte. Wenn ihr euch daran orientiert und das durcharbeitet, dann habt ihr am Ende eigentlich schon ein fertiges Gentoo. Ich werde euch jetzt die allernötigsten Schritte für die Installation in der VirtualBox jetzt hier in dieser Serie zeigen. So, dann haben wir eine VirtualBox. Erstellen eine neue virtuelle Maschine. Gebt ihr so viel RAM, wie ihr erübrigen könnt. Gebt ihr jetzt aber mal nur 8 GB. 8 GB ist eigentlich schon gut für Gentoo. Wenn ihr natürlich 16 GB habt, ist schon richtig gut. 2 GB macht keinen Spaß. 4 GB sollten es schon sein. So, also 8 GB. Dann hier in die Festplatte erstelle ich mal eine mit 50. So. Und dann bearbeite ich das Ganze jetzt nochmal und gebe dem Ganzen 4 CPUs. Hoffen wir mal, das reicht. Nehme auch hier den ganzen IDE-Controller weg und hänge da. Ne? So, hänge da die ISO ran. Sag hier noch der Festplatte, dass es eine SSD ist. Audio-Netzwerk und so weiter lasse ich so. Okay. Und damit sind wir dann schon bereit für den Start. So. Dann kurz. So, und jetzt ist er fertig gestartet. Wir können jetzt also loslegen mit der Installation. Gleich vorneweg. Ihr werdet jetzt merken, wenn ihr jetzt die Umlaute auf eurer Tastatur drückt, kommen dann nicht die Zeichen, die ihr erwartet. Dafür könnt ihr loadkeys.de, dann SZ-Taste, damit macht ihr den Bindestrich, Latin 1 und dann habt ihr euer deutsches Tastaturlayout. Ansonsten könnt ihr dann natürlich hier mit Alt F2, F3, F4 zwischen den verschiedenen Konsolen hin und her springen, sechs Stück habt ihr. Und ja.
Damit ist Teil 1 auch schon zu Ende. Und dann geht es gleich in Teil 2 weiter mit dem Partitionieren und Formatieren. Bis gleich.